Vanessa Mai, heute hier im ARD Morgen Magazin. Guten Morgen. Hallo, am Samstag zu sehen hier im Ersten mit Axel Prahl. Ja. Wie war das, mit diesem Mega-Schauspieler Seite an Seite zu spielen? Alles schon gesagt, das war einfach der Wahnsinn, mit Axel zu spielen. Also er ist ein ganz, ganz, ganz toller Schauspieler, der mich mit ganz großem Respekt und Wertschätzung auch behandelt hat. Also nicht so, Mensch, du Küken, du hast ja gar keine Erfahrung, mach mal, sondern er hat mir ein ganz tolles Gefühl gegeben und ich bin so aufgeregt. Ich wirklich, ich zitter noch doller als sonst, weil es ist einfach, wie gesagt, dieses Doppelding. Album und der Film ist was ganz Besonderes. Wie war denn das vor dem Drehen? Also ich kann mir vorstellen, wenn man dann so erste große Filmrolle, man weiß, Axel Prahl ist der Kollege, kann ich mir auch vorstellen, dass da mächtig Respekt vorher da war, oder? Unglaublich, ja. Aber das Schöne war, ich habe seit langem wieder etwas gemacht, wo ich den Kopf ausgeschalten habe. Also ich hatte keine Ahnung, ich habe noch nie geschauspielert. Ich durfte keinen Unterricht nehmen, weil es hieß, da kannst du viel mehr kaputt machen. Mach einfach. Und ich hatte keine Erfahrungswerte, keine Vergleichswerte und habe einfach gemacht und habe mich darauf eingelassen. Und dann spürt man das Leben richtig, wenn man einfach macht und im Moment lebt. Und das war der Fall. Das ist ein ganz wichtiges Stichwort. Du hast ja im letzten Jahr eigentlich eine Auszeit genommen. Du hast gesagt, ich verschiebe die Tour, ich brauche mehr Zeit. Kam das jetzt mit diesem Schauspiel in so eine kleine Sinndelle, ich will ja nicht von Sinnkrise sprechen, so eine kleine Sinndelle, dass du gesagt hast, boah, ich muss mich irgendwie neu finden, ich bin nicht da angekommen gerade, wo ich sein möchte. Also der Film hat mir schon geholfen, wieder auch in Spur zu finden. Deswegen ist auch der Song Spiegel, Spiegel auf dem Album gelandet, weil er mir doch sehr aus der Seele spricht und mir sehr viel bedeutet, muss ich sagen. Also der Film war auch eine große, große Hilfe, wieder klar zu sehen. In dem Film geht es um eine Sängerin, die so eine Sinnkrise erlebt und die dann mit ihrem Vater, der auch Musiker ist, da irgendwie selber durchkommt. Also das ist tatsächlich was, was dir dann auch geholfen hat, über dein eigenes Leben nachzudenken? Total. Also es war natürlich, gibt es ein paar Situationen im Film, die ich kenne, von meinem Job auch, aber es gab was dann doch, naja, egal ob es jetzt vor der Kamera oder ein TV-Auftritt oder wie die Abläufe sind, das kam mir schon bekannt vor. Aber und der Druck? Jein, natürlich ist es auch stressig bei uns, aber ich kenne es nicht. Tine ist meine Managerin oder die Managerin von Juli und die hat ganz andere Interessen als zum Beispiel mein Mann und mein Manager. Also ich habe eine sehr vertraute Person an meiner Seite in meinem Job und das war da eben nicht so. Deswegen war das schon ein bisschen anders. Todkrank, das ist auch was toi toi toi, was ich Gott sei Dank nicht kenne. Und genau so ein zerrüttetes Verhältnis mit dem Vater, das habe ich auch nicht. Also es gab schon viele herausfordernde Dinge. Es ist ein bisschen dramatisiert für den Film natürlich. Es sind so Zutaten, die ein Film braucht. Es hat alles. Also es ist Witz dabei, es ist sehr, sehr tiefgründig auch. Und trotzdem ist es eine Unterhaltung. Also ich bin wirklich gespannt, wie es ankommt. Hast du den Film schon gesehen selber? Ja, wir hatten eine Premiere und wir hatten einen ausverkauften Kinosaal, was auch nicht so oft vorkommt, was mich sehr stolz macht. Und dann flossen Tränen. Und es gibt halt nichts Schöneres oder keine schönere Bestätigung, als wenn die Leute anfangen, dass es berührt. Und du selber, wie hast du es erlebt? Ich habe gezittert, wirklich. Ich hatte schweißnasse Hände, das kenne ich so auch nicht von mir und war wirklich durchweg, okay, wie sind die Reaktionen? Okay, alle gucken noch, okay, keiner ist rausgegangen. Das war wirklich besonders. Aber wie verträgst du das sowieso generell? Jetzt am Samstagabend gucken alle dich, du läufst im Fernsehen. Jetzt hast du heute dein Album raus, du wirst überall deine Songs jetzt im Radio hören. Ja. Ist dir das manchmal zu viel und sagst, oh, ey, so viel ich selbst, das kann ich jetzt aber irgendwie gerade nicht verpacken? Gerade nach so einem Jahr wie letztes Jahr. Man genießt einfach nur. Dann sag doch mal, dieses letzte Jahr, was war da? Was war da für dich? Ich habe mich einfach nicht mehr gesehen. Ich hatte, um es kurz zu fassen, Menschen um mich herum, die mir nicht gut getan haben und habe mich selber einfach verloren, habe meine Leichtigkeit verloren, meine Freude, das, was mich als Kind angetrieben hat, hatte ich nicht mehr. Und weil einfach alles so schnell ging. Es ging wahnsinnig, wahnsinnig voran, was auch toll ist, aber ich konnte es nicht genießen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so Slow-Motion-Taste und jetzt möchte ich das, was mich als Kind angetrieben hat, wieder finden. Und das habe ich jetzt wieder und daraus ist für immer entstanden. Wir freuen uns, dass du es wiedergefunden hast und dass quasi der erste Weg nach dem Wiederfinden dich zu uns geführt hat, ins Morgenmagazin. Ja, danke Vanessa Mai. In einer Stunde Vanessa Mai live bei uns auf der Bühne. Und jetzt Peter Grossmann mit dem Sport.